Seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eignadum zu einem neuen Part Metropia ja, mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns hier mal wieder auf der Ebene im Turm des Dunklen Fürsten, der Burg des Dunklen Fürsten. Ja, und hier werden wir gleich auf genau die stoßen, auf die mordsgemeine Furie. Na toll. Da müssen wir ordentlich aufpassen, was wir machen. Hier zum Beispiel mit Impuls. Wir müssen ordentlich reinhauen. Attacke. Die ist nicht sonderlich stark. Die Furie, aber sie greift sehr gut an. Also man kann sie besiegen, vor allem mit dem Ultrastreuer. Ja, genau so. Dann hat man es schon geschafft. Juhu! Und mit dem Ultrastreuer wird auch das schnell gehen. Jo, weil die haut ordentlich rein in dem Ultrastreuer. Die Gegner hauen rein. Nein, mein Team haut rein, meine ich. So, jetzt haben wir es geschafft. An Leon kommen wir an sich gleich. Jo, kann es weitergehen. Ein Kinderspiel. Im letzten Part haben wir das nicht geschafft. Da war das Team schon ein bisschen geschwächt und irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Wie auch immer, jetzt haben wir es geschafft und ein Teufelstötchen dafür erhalten. Kann es weitergehen. Meine Nase ist verstopft. Ja, meine auch, Donald. Meine auch. Rechts entlang. Okay, Beilung. Heute treffen wir wahrscheinlich auf den dunklen Fürst. Ja, ist zu erwarten. Wir sind schon lange im Turm oder in der Burg des dunklen Fürsten. Lange werden wir uns hier in den Gängen nicht mehr aufhalten. Nein, Donald nicht schon wieder. Ich habe keinen Nebensteuer mehr. Den habe ich für dich schon verbraucht. Nein. Nett. Stürzt sich vor ihr. Vor sie. Ach, das Deutsch schon wieder. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Ich höre meine Sprachskills. Fängt ja schon gut am Anfang des Parts. Ich werde mich anstrengen. Ist nicht so, als könnte ich nicht gut Deutsch sprechen, aber... Ja, ich habe manchmal so meine Schwierigkeiten, mich klar auszudrücken. Ja, auszudrücken, genau. Genau das meine ich. Ich brauche eine Auszeit. Nochmal Impuls auf den in der Mitte. Der scheint stark zu sein. Attackieren wir ihn, bis er tot ist. Alles in Ordnung. Energie. Nächste Beziehungsstufe. Sehr enge Freunde, Level 17. Ja, das wird zweideutig. Das wird sehr zweideutig. Bereit. Uhu. Okay, das sind schwere Gegner. Lassen sich nicht so mit einem Hieb auf einmal besiegen. Aber irgendwann lassen sie sich dann doch besiegen. Nein, nicht Blackie. In dem Pebermann. Bisschen Endspiel hatten wir doch noch im Streuer. Den konnten wir dann einsetzen. Im Pummels auf, ja, B. B ist ein besserer Buchstabe. Nehmen wir also B. Und Annelie, du greifst auf A an. Ich auf B, du auf A. Perfekt. Und dann waren wir mal wieder siegreich. Können wir weiter fortschreiten. Level ab für Zwergi. Hurra! Stacheleintopf, Stacheleintopf erhalten. Zweimal Stacheleintopf. Okay, haben wir das geschafft. Ich hoffe, es kommt gleich ins Gasthaus. Weil das Team ist sehr geschwächt. Gegen viele Gegner werde ich nicht mehr kämpfen können. Na dann voran. Ein Gasthaus, juhu. Kommt doch dann immer, wenn man es braucht. Darauf ist Verlass. Ist das Gasthaus am Ende einer Wanderung. Dann doch kommt. Level 3. Zwischen Blackie und Sarah. Ach ja, die habe ich auch ein bisschen umgesetzt. Hier seht ihr die Umsetzung. Damit... die sich miteinander befreunden können, die sich noch nicht kennen. Zum Beispiel Greenie und Putin kennen sich noch nicht. Annelie und Merkel scheinbar auch noch nicht. Und so weiter und so fort. Und mein niedrigster Freundschaftsrang ist halt mit Finne. Deshalb, ja, hat sich das so umgesetzt. Dunkler Fürst, ich komme!
Mit Karo. Attacke! Okay. Doch nicht so plötzlich. Attacke. Jetzt mal links, links. Zeigen wir, was wir drauf haben. Das ist wahr. Okay, wieder random Dialog. Öffnen wir die Kiste. Ein Spielschein drin. Wir haben ja nicht schon 100 Spielscheine. Das war jetzt noch unbedingt ein Spielschein brauchen. Aber egal. So, hier haben wir ein Silberkobra und zwei Blaufosaurusse auf einmal. Wie Blaufosaurusse? Heißen die Blaufosaurusse oder gibt es da eine andere Art, die zu nennen? Ach ja, ich habe auch noch eine neue Flasche bekommen. Die habe ich mir mal gegönnt auf Screen. Ja, die sind jetzt alle auf einmal im Hotel, im Gasthaus. Wäre ein bisschen blöd, die jetzt die Zeit dafür verschwenden, die Sachen zu kaufen. Natürlich auch weiterhin, aber wenn da eine ganz tolle Sache kommt, dann, ja, mache ich die ganz gerne sofort. Nein, sind stark, die Gegner. Erster Beistand, teilen. Teilen ist heilen, oder was? Wollen wir teilen? Okay, eine halbe HP-Banane. Die wirkt dann nur halb, oder? Ja, die wirkt auch nur halb. Deswegen bittet Hilfe an. Ich biete natürlich auch jedem Hilfe an. Drahtstreuer aktiviert! Attacke! Auswahl ist natürlich unmöglich. Ich müsste mich eigentlich ohne Ultrastreuer lassen, aber... Ja, das restliche Team attackieren lassen, aber... Was soll es? Los, Leute! Ihr schafft das! Nein, nicht Becky! Becky ist Game Over. So, die kann man ja noch einen Lebensstreuer. Habe ich noch einen Lebensstreuer? Ja, müsste eigentlich sein. Die Stimme. Nicht versagen, Stimme. Was schon besiegt. Na, no, so geht's auch, oder? Nein, noch einer ist da. Lebensstreuer auf Blacky. Und attackiert. Der Blacky ist jetzt wieder unultra. Das ist eigentlich das Gegenteil von Ultra. Unultra? Normal eigentlich. Genau, normal kann man sagen. Juhu! Da haben wir ein Hacksteak bekommen. Was, nur ein Hacksteak bei drei Gegnern? Bin ich aber enttäuscht. Okay, was haben wir denn hier? Die Stimmung ist wegen der Spannung angereizt. Sei vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Das will ich aber nicht. Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Zwei hat keine Lust, dich zu entschuldigen. Was? Nein, nicht jetzt vor dem finalen Kampf noch. In Zweien. Nein, nicht doch. Damit ist das Fass übergelaufen. Doch bitte nicht zwischen mir und Blacky. Och, Mann. Hashtag Team Zwergeule. Zwergeule. Zwergeule, komm, vertraut euch wieder. Das finde ich ganz fürchterlich. Das fände ich ganz schlecht, wenn ihr euch jetzt zerstreiten würdet. Wir müssen noch wenigstens zusammenhalten. Blacky. Komm schon. Ein Gasthaus. Nice. Auf der anderen Sache wären Monster gewesen, oder was? Du hast 90 Endspielbananen gefuttert. Die Macht des Horst. Die Banane jetzt effektiver und so weiter und so fort. Muss man nicht immer wieder vorlesen. Und weiter geht's. Geschenke kauft ihr später. Mit später ist da nicht sehr viel. Die lästige Zecke ist wieder da. Wir sind bereit, es mit dir aufzunehmen, Julian. Oh, ich zittere schon vor Furcht. Wie süß. Ihr seid so weit gereist, nur um mit mir zu spielen. Aber das Spiel ist aus. Ich mache jetzt ernst. Als erstes nehme ich mir eure dummen Gesichter vor, dann eure Seelen und zuletzt euer Leben. Ach wirklich, wir werden aber nicht verlieren. Zeig uns, was du drauf hast, Julian. Finaler Bosskampf gegen dunklen Fürst Julian. Mit dem Team. Okay, ja, Finale gegen den dunklen Fürst. Mit dem Team hätte ich mir noch mal besser überlegt, aber muss herhalten, das Team. Das ist ein starkes Team. Wir schaffen das. Gemeinsam. Attacke. Wir haben jetzt kein Heiler im Team, oder? War gut.
Habe ich gesagt. Feuer frei. Alle Ultrastreuer, greift an. Schaffen wir es dann gemeinsam mit Ultrahieben den dunklen Fürst zu besiegen. Komm, es wird auch machbar sein, den Herrscher zu bezwingen. Wir müssen uns seinen dunklen Plänen einen Einhalt gewähren. Ja, den kann ich auch nicht mehr. Weg in die Ruhezone. Attackieren wir weiter den dunklen Fürst. Fürst gegen Fürst. Ich und Mitstreiter werden dich nicht gewähren lassen. Ich, der Zwergenfürst, und meine Mitkämpfer. Wir zeigen dir, was es heißt, dich mit einem Zwergenfürst anzulegen. Nein! Was? Donalds Gesicht? Nicht doch. Gesicht von Donald wurde gestohlen. Mit Tobias erkennt. Nein, nicht doch. Noch ein Gesicht. Fehlgeist taucht auf. Nein. Blackie. Ausrufezeichen. Gesicht von Blackie. Hashtag Oenami. Nein. Nein. Muss jetzt alleine mit Annelie kämpfen oder was? Gibt's doch nicht. Impuls auf den dunklen Fürst. Die anderen können erstmal angreifen. Ist mir egal. Die greifen nicht an. Ach du Schande. Das ist in Ordnung. Okay, Ultrastreuer auf Annelie. Die muss dann mal halt kämpfen. Muss halt mehr einsetzen, als sie sonst immer einsetzt. Impuls auf den dunklen Fürst. Lassen wir uns mal von den nebenstehenden Leuten nicht irritieren. Müssten wir eigentlich. Wir müssen hier uns zurückholen. Stimmt. So eine Schande. Das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten die Nebenstehenden besiegen und sie uns zurückholen. Blackie Geist. Will die zurückhaben. Also da was vor sich hin. Aber eigentlich müssen wir uns auf den dunklen Fürst konzentrieren. Da deckt ihr sich zurück. Das ist gut. Das ist eigentlich sehr positiv. Wieder auf den dunklen Fürsten. Wir müssen uns auch auf den dunklen Fürsten konzentrieren. Und der Donald Geist, ja, der muss auch gerettet werden, aber... Und das Wichtigste ist erstmal der dunkle Fürst. Ah, auch das verschwindet wieder. Der Thron über Blackie. Der dunkle Fürst ist fast besiegt. Komm, wir kriegen das hin. Hau rein. Blackie, du bist jetzt auch wieder mit dabei. Hau, Renner. Los, alles in Ordnung, Annelie. Danke. Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Ja, der Wahrheit, dass du gleich besiegt bist, oder was? Mega Feuer. Das sieht schlecht aus für dich, Julian. Wir werden dich besiegen, Julians Block. Blockfuß, Julian, dein Ende naht. Impuls. Bald ist dein Ende gekommen. Da ist dein Ende gekommen, er liegt am Boden. Und auch das Donald-Gesicht ist gerettet. Wir haben ihn bezwungen, 900 Gesichter gerettet. Da ist er, besiegt. Fego und Kuban siegreich. Aber sowas von siegreich, das war mal ein Kampf. Wir haben es geschafft, gemeinsam. Wartung gelernt, eine Notwartung stellt. Einige HP wieder her, braucht ihre Zeit. Bonus ERF, ganz, ganz viel Bonus ERF. Die kriegt Blackie, weil sie so tapfer war in diesem Kampf. Hier hast du Level Up für Blackie. So sind jetzt alle aus dem aktuellen Team Level 19, war das Level 19? Kann mich nicht wieder dran erinnern, hab ich vergessen. Ultimates! Okay, hui, 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 hui. Das wird wohl eine fürstliche Speise. Genau. Schnappt euch das Halsband. Was passiert? Die Seele des dunklen Fürsten. Wir haben ihn besiegt, aber die Seele ist hinfort. Autsch! Was? Der dunkle Fürst? Was zum... Habe ich irgendwas angestellt? Irgendwas? Ich würde mal sagen, du hast ein ganzes Land in Unruhe gestürzt.
Jetzt ist er irgendwie wieder befreit. Er wurde nur von Dämonen besetzt oder was? Was läuft hier? Oh, ihr habt den dunklen Fürsten besiegt. Das überrascht mich nicht. Wirklich gar nicht. Ups. Wer ist denn das? Was ist mit dem los? Aua! Achtung! Wie, was ist passiert? Dunklerweise oder was? So, das ist also mein brandneuer Körper. Das nennt man eine Runderneuerung. Dunkler Fürst Gronk. Oh nein, er hat einen anderen Körper besetzt. Ein neuer Gegner. Ein neues Zeitalter. Neue Bedrohungen in Mitropia. Der alte Fürst ist besiegt, aber jetzt ist ein neuer dunkler Fürst da. Und die Kräfte des großen Weisen bekomme ich auch noch dazu. Ich bin umso stärker als zuvor. Das ist ja schöner als Geburtstag, wobei es ist ja eine Geburt. Die Geburt des dunkleren Fürsten. Bis bald. Der spricht natürlich jetzt auch anders. Nein, so ein Mist. Ho, 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 ho. Ich bin es mal wieder. Horst, der über alles herrscht. Zum Glück ist der noch an unserer Seite. Was wären wir ohne ihn? Zum Glück haben wir ihn noch. Der dunkle Weise, der große Weise Grunk ist jetzt böse oder so. Da muss er drauf, muss ich jetzt erstmal zurechtkommen, aber. Ja, wir haben den dunklen Fürsten besiegt. Yay! Freue. Die wahre Form des dunklen Fürsten ist also der kleine Kern. Der kleine Kerl. Und der hatte sich den Körper vom Julian ausgeliehen, ja? Und jetzt hat er sich den des weisen Grunk einverleibt. Der Körper muss euch nicht so viel Sorgen bereiten. Die Macht der Magie des großen Weisen hingegen schon. Aber ihr seid ja nun auch nicht aus Pappe, nicht wahr? Befreit ihr die Welt auch von diesem mächtigen Gegner? Das fände euer Horst ganz schön Knorke. Natürlich. Der große weise Grunk hat mich gerettet. Dann sind wir jetzt an der Reihe, uns zu revanchieren. Achso, das hat sie gesagt. Naja, hat halt heute eine männliche Stimme, die Blicky. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Wie können wir dem dunklen Fürsten folgen? Ah, guten Morgen, ich bin jetzt wieder wach. Und der Drache, Dominik, sieht momentan sehr mitgenommen aus. Gibt es dafür einen Grund? Ob es dafür einen Grund gibt. Ja, einen sehr großen Bosskampf gegen den dunklen Fürsten vielleicht. Ach, das Problem ist der dunkle Fürst, ja? Ich kann euch helfen. Ich helfe gerne. Passagiere des Flugs DRACHE mit an Bord. Und da geht es mit dem Drachen Dominik in weitere Lande, in ferne Lande, um neue Abenteuer zu erleben und neue Gegner zu besiegen und uns neuen Fahren zu stellen. Na dann, schauen wir, was kommt. Ich wusste gar nicht, dass die Welt so groß ist. Tolle Aussicht, nicht wahr? Aber was bringt uns das? Wir müssen Gronkh irgendwie finden. Das heißt, wir haben ein Problem. Ja, da fällt mir was ein. Was denn? Es gibt einen Ort namens Weltgereist. Schon mal davon gehört? Nein, habe ich noch nie was von gehört. Der Name sagt schon einiges. In diesem Ort halten sich nämlich viele Reisende auf. Leute aus jedem Winkel der Welt. Wirklich? Ja, irgendwas können wir da schon sicher erfahren. Da nichts wie los.
Auf geht's. Und dann schauen wir uns doch mal um in der neuen Stadt, die wir hier erkundet haben. Wen haben wir denn hier? Informant Raymond. Hey du, hab dich hier doch noch nie gesehen. Suchst du etwa den dunklen Fürsten? Stimmt ja. Das ist ja jetzt der dunkle Fürst Gronk. Der dunklere Fürst Gronk, meine ich. Und er ist wohl auch stärker als der dunkle Fürst Julian. Keine Ahnung, wo der stecken könnte. Irgendwer in dieser Stadt wird's aber sicher wissen. Komm, schließlich genug Reisende aus aller Welt hier in die Stadt. Raymond aus Resident Evil Revelations. Raymond Wester. Und wieder haben wir hier. Eine wissbegierige Katze, Selina. Punkt. Miau. Okay. Weißt du etwas, singende Dieben, Jill? Die Stadt ist faszinierend, oder? Eine echte Metropole. Ich komme vom Land. Pass ich hier eigentlich hin oder mache ich mir dazu viele Sorgen? Na, du und dir Sorgen machen, Jill. Du hast schon andere Sachen bestanden. Okay, die beiden haben was zu sagen. Was mit dir? Lieber Priester, Laberpriester Joker. Oh, es ist so schrecklich. Es muss etwas geschehen, und zwar schnell. Der Schneemann des Schreckens randaliert auf den Puderhöhlen. Dort herrscht große Gefahr. Ich will allen helfen, die dem Schneemann ausgesetzt sind. Aber ganz allein machen kann ich das noch nicht. Würdest du mir helfen? Besiege den Schneemann des Schreckens. Orteisige Weite. Okay, Golem-Steak als Belohnung mit 2 Sternchen. Okay, ja, wir nehmen es mal an. Du hast die Quest von Joker angenommen. Naja, die Quest von Joker annehmen. Das kann heiter werden. Ja, wirklich. Oh, vielen Dank. Also gut, machen wir uns auf den Weg. Aber vorher willst du noch einen Zaubertrick von mir sehen? Nein, danke. Bitte keinen Zaubertrick. Oh, der Joker folgt mir jetzt. Na toll. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Oh, schwer, Level 17. Okay, schwer holen wir uns erstmal nicht. Nee, aber ich komme später auf dich zurück. Wen haben wir denn hier noch? Verwegener Magier Bonklings. Sollte das heißen, als man mir sagte, ich sei stockstur? Vollkommen unmöglich. Ich doch nicht, niemals. Ich bin nicht stur, absolut keine Spur. Okay, wenn du das sagst, Bonklings, dann muss das so sein. Okay, starten wir ins erste Abenteuer mit dem Joker. Ein bisschen Angst habe ich schon, wenn er mir so hinterherläuft. Eisige Weite. Hier geht's jetzt mit der ersten Mission vom Joker. Weiter. Weiter geht's in der Weite. Abmarsch. Ach, und wir haben den Joker im Team. Oha. Okay. Sieh nur, Donald. Hier liegt überall Schnee. Alles ist weiß. Der Schnee ist richtig schön weich und flockig. Ihr solltet Schneeengel machen. Yippie! Winter is coming. Winter is trumping. Was, neue Gegner? Och, süß! Pengi. A, B und C. Die kann ich doch gar nicht besiegen. Die sind zu süß, um sie zu besiegen. Na komm. Hau drauf. Mach's ganz schnell. Nächste Beziehungsstufe. Irgendwie Freunde rächen gelernt. Wenn ein Freund fällt, renn zornig und räche ihn mit mächtigem Hieb. Okay. Pingus, wie süß. Die will ich doch nicht besiegen. Es tut mir fast schon im Herzen weh. Ganz meiner Meinung. Was, der auch Joker? Stimmt, ja. Der Joker hat ja auch mal so einen Mann gehabt. Der Pinguin hieß. Pinguinsnack. Oh, so putzig. Pinguine. Das geht doch gar nicht. Die können wir doch gar nicht besiegen. Nein. Wieso tust du mir das an, Spiel? Solche Gegner. Öffnen. Hurra, Froschsaft. Okay. Pinguine und Froschsaft. Ist klar. Ja, der Joker könnte stundenlang weiterlaufen. Ist klar. Passt doch auf. Nein, nicht schon wieder so eine Auseinandersetzung. Grummel.
Nein, nicht noch wer. Ich glaube, Zwergi und Blech haben sie noch gar nicht wieder vertragen. Nein. Damit ist das fast übergelaufen. Wieso zerstreiten sich denn alle? Das kann doch gar nicht sein. Noch mehr Pinguine. Nein, nur ein Pinguin. Und Brillengeister. Ich will die Pinguine gar nicht besiegen. Nein, will ich nicht. Ich will den kleinen süßen Fratzen da gar nichts tun. Kleiner Fratz. Mit bei mir. Oh nein, jetzt krempeln die sich dort. Jetzt kloppen die sich hier vor dem, mitten auf dem Schlachtfeld. Ja, haben den bei den Pinguinen besiegt. Vorsichtig. Hoffentlich kriegen die sich wieder ein. Ich habe ja auch noch eine Auseinandersetzung mit ihr. Wie soll denn das ein vernünftiger Kampf werden? Und wo ist eigentlich der Rest des Teams? Haben wir die irgendwo zurückgelassen oder? Und was ist hier Phase? Explosion! Okay, geschafft. Wieder ein paar Gegner besiegt. Teufelsdörtchen halten. Und weiter voran. Ein Gasthaus. In der Eisöde. In der eisigen Einöde. Du hast 900 Leute gerettet. Die Macht des Hochst. Jetzt Spielsteuer vergrößert und blabbidi-blabbidi Phase. Kennen wir. MP-Steuer vergrößert. Jetzt mach Schluss. Halt mal den Mund, Horst. Wenn du mal was Vernünftiges sagen würdest. Oh, eisige Landschaften im Hintergrund. Angeben gelernt. Da ist es wohl sehr kühl in diesem Gasthaus. Schlafen bei dieser Kälte. Oh wei. Der Katalog ist angekommen. Was für ein Katalog? Kannst ihn über den Bildschirm Gold ausgeben öffnen. Und dann kann ich mich verschwenden, oder was? Naja, seltsame Aktion. Aber jetzt haben wir einen Katalog. So, ich würde mal sagen, an dieser Stelle, glaube ich, nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Es ist sehr viel passiert in diesem Part. Ja, sehr, sehr viel. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Lasst ein Abo da auf meiner Kanalseite, wenn ihr neu seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Ja, gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Video. Miitopia. Ciao, ciao. Adios. Haut rein.